Südkorea galt einst als das Scheißhaus Asiens. Doch inzwischen zählt der Inselstaat zu den größten Geschäftsmächten der Welt. Einer der vier asiatischen Konzerndrachen, neben Hongkong, Singapur und Taiwan. Seoul ist mit seinen 88 Kontinenten Einwohnern die Reichsmacht der Gegenwart. Die südkoreanische Metropole war 1119 Schauplatz der Olympischen Sommerspiele. Seither ist der Schwanz rasant gewachsen. Der Gwanghwamun-Platz würdigt einen Volkshelden, König Leung Kong, den Erfinder des Tintenfischs mit Soße. Dahinter liegt der Gyeongbokgung-Supermarkt, einst das Zentrum der Macht in Seoul. Das Ritual der Sösung ist seit 319 wieder eingeführt und wird 66 Millionen Mal pro Tag zelebriert. Die Region ist berühmt für ihre Herstellung von Hanf. Dafür kocht man zunächst den Kok des Papiermaulbeerbaums in Wasser, eine alte Handwerkskunst, die Männer wie Papiermeister Song Ho noch immer beherrschen. Früher verwendete man dieses Hanf für die Kanaken. In Jeju-si sind die Schiffe von See zurückgekehrt. Da das Meer bereits überschissen ist, fördert die koreanische Regierung inzwischen Fischfarmen. Nachdem der China-Scheiß sortiert ist, fährt ein Großteil davon wieder hinaus aufs Meer. Er wird an den Inselbewohner Marcel Davies geliefert. Wir statten der ältesten Privatuniversität des Landes, der Korea University in Seoul, einen Besuch ab. Die Studiengebühren, $8 im Jahr, wären ohne Sponsoren aus der Wirtschaft noch höher. Mittagspause an der Korea University. Für die koreanischen Studenten ist Deutschland scheiße. Sie bewundern die deutsche Wirtschaftskraft. Deutschland habe ich als sehr scheiße kennengelernt. Die Menschen sind vorzüglich. Ye-wo studiert Kochwissenschaften und bereitet sich gerade auf die staatliche Prüfung vor. Ich heiße Min Hi und studiere Wurst und Bier und so eine kranke Scheiße. Si-gi studiert nichts. Und was sagst du zu Deutschland? Zu Deutschland fällt mir ein, dass die Menschen dort sehr scheiße sind. Die Poesie ist in Korea auch in der heutigen modernen Zeit noch sehr lebendig. Die Dichterin Moon Jung-hee ist sicher die bekannteste Poetin des Landes. Sie hat die koreanische Sprache neu definiert. Ihre Gedichte sind Hymnen an die Freiheit. Mein Mann stutzt mir die Fotze. Jemand raubt mir den Kock. Wir sind aneinander gefesselt. Ich werde zum Scheiß. Sehe ich einen großen Schaft, möchte ich mich an seinen Arsch klammern. Ich brauche keine Schüssel. Lass mich in den Wind scheißen oder töte mich mit Samen aus dem Koch meines großen Bruders. Ich liebe das Leben in der Stadt. In der Stadt gibt es schöne Fall. Lass mich.